Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's wieder, Alexos, und heute schauen wir uns ein Thema an. So weiß es ist schon ein ziemlich altes Video auf meinem Kanal geht. Das geht nämlich heute um The Elder Scrolls von Z, einen Remake zu den Eigenschaften, und zwar den Rüstungseigenschaften, den Waffeneigenschaften und den Schmuckeigenschaften, die ihr im Spiel erlernen könnt. Und um die wollen wir uns heute so ein bisschen kümmern. Habt ihr Interesse an solchen Themen? Dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu The Elder Scrolls Online zu verpassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, springen wir einmal ins Spiel, gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Um was geht's da letzten Endes? Und welche Informationen sollte man auf jeden Fall mitnehmen? Nun, ihr könnt an jedem der Handwerkstische Eigenschaften analysieren bei bestimmten Gegenständen. Das heißt also, ihr geht hier ran, habt dann hier die Möglichkeit, einen Analysereiter aufzurufen, und dann werden diese Sachen, die ihr dort analysiert, ja, das heißt also, ich kann jetzt hier sagen, okay, ich habe hier einen Bogen, der ist schon auf meiner Bank, ich könnte den jetzt analysieren, und der würde dadurch zerstört werden. Ja, das heißt also, wenn ich den jetzt hier anklicke, dann geht der kaputt, wenn ich ihn analysiere, und das dauert eine Weile. Und zwar habt ihr, je mehr Analysen ihr bereits bei einem Gegenstand gemacht habt, desto länger wird das Ganze. Ohne einen bestimmten Skill braucht ihr dafür 6 Stunden, 12 Stunden, dann einen Tag. Für die vierte Analyse dann braucht ihr schon 2 Tage, 4 Tage, 8 Tage, 16 Tage bis 32 Tage hoch. Dann gibt es noch die passiven Skills. Die gibt es meistens bei jedem der Ausrüstungshandwerke, die eure Analysezeit verkürzen, ja, insgesamt auf bis zu 25%, und ihr könnt mehr Gegenstände analysieren, bis zu 4 Stück könnt ihr insgesamt analysieren gleichzeitig, außer beim Schmuckhandwerk. Dort wird nur die Analysezeit um bis zu 25% verringert. Letzten Endes könnt ihr da aber immer nur ein Stück, ein Item gleichzeitig analysieren, denn das sind ja auch nur 2 Items, ne? Wir haben ja halt nur Ringe und wir haben halt nur Ketten. Wozu braucht ihr das Ganze? Wir gehen die Eigenschaften auch gleich nochmal ein bisschen durch. Ihr braucht das Ganze, um letzten Endes dann natürlich später mal Sets craften zu können. Ja, das heißt, das hier ist zum Beispiel das Set Kettensprenger, und ein normales Item, was ich herstelle, braucht nichts, aber wenn ich jetzt das Set Kettensprenger herstellen möchte, dann brauche ich mindestens insgesamt 6 Analysen, das heißt 3, ich habe jetzt bereits 3 Roben analysiert, ja, 3 Eigenschaften bei den Roben habe ich, kenne ich bereits schon. Ich bräuchte insgesamt 6, also 3 weitere, um dann letzten Endes dieses Item herstellen und craften zu können. Also super, super wichtig, wenn ihr bestimmte Sets herstellen wollt. Das ist jetzt, bin jetzt hier aus Demonstrationszwecken nicht mit meinem Handwerkscharakter da, der kann hier, dieser Charakter kann hier nicht alles, einfach weil ich euch zeigen wollte, dass dann hier auch nochmal extra steht, dass die Sachen dann zerstört werden, wenn ihr das macht. Ja? Das heißt also nochmal, ich wollte euch das hervorrufen, dass ihr das sehen könnt, dieses Menü. Ansonsten braucht ihr das nicht natürlich nur um zu craften, sondern auch für Transmutationen, denn ihr könnt die Eigenschaften von Items auch nachträglich ändern. Das heißt, Items, die ihr in der öffentlichen Welt findet, Items, die ihr selber gecraftet habt, könnt ihr beliebig oft ändern mit sogenannten Transmutationskristallen. Die bekommt ihr aus ganz verschiedenen Quellen, unter anderem aus den unerschrockenen Dailies, aus Raids, aus Gruppendungeons, aus Solo-Arenen und aus den PvP-Belohnungen, und wenn ihr insgesamt 50 Stück gesammelt habt, dann könnt ihr hier quasi in Kosten von 50 eine Eigenschaft ändern. Dieser Gegenstand ist jetzt gerade nur geschliffen, ich könnte ihn, wenn ich jetzt wollte, auf präzise ändern. Das kostet mich dann, wie gesagt, 50 Steine, die ich accountweit gespeichert habe auf meinem Account. Ja, gut. Doppelt sich ein bisschen. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns einmal die jeweiligen Eigenschaften an, die wir da erlernen können. Es ist so, egal ob ihr jetzt geschmiedete oder geschreinerte Waffen benutzt, sie haben die gleichen Effekte. Lediglich die Effekte von Einhandwaffen sind halbiert. Ja, das heißt also, wenn der Bogen mir jetzt beispielsweise auf Gold 9% stärkere Heilung gibt, dann gibt es mir, wenn es eine Einhandwaffe wäre, nur 4,5%. Wenn ich dann 2 Einhandwaffen tragen würde, wären es auch wieder 9% mehr Heilung, die ich da bekommen würde. Genauso ist das ja auch jetzt bei den Schildsachen. Die gleichen Effekte, die ich jetzt hier beim Schild erreichen kann, die kann ich letzten Endes dann auch erreichen mit leichter, mittlerer oder schwerer Rüstung. Ist also völlig das Gleiche. Beim Schmuck ist das dann natürlich auch sehr ähnlich. Ne? Also wir haben einmal gestärkt, erhöht unsere gewirkte Heilung. Dann haben wir als nächstes geladen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, den Status-Effekt hervorzurufen. Wenn wir also beispielsweise mit einem Flammenstab spielen, dann haben wir die Möglichkeit, den Effekt verbrennen, was ja ein Schadens-über-Zeit-Effekt ist, der wird häufiger auf den Gegner sich aktivieren als auf einen nicht geladenen Stab. Dann haben wir präzise, erhöht unsere kritische Wahrscheinlichkeit, erhöht die Effektivität und die Häufigkeit, beziehungsweise verringert die Abklingzeit, umformuliert, erhöht die Häufigkeit und die Effektivität unserer Glyphe. Dann haben wir verteidigend, wir haben erhöhte physische und magische Resistenzen, lehrend, vor allem für Level hier sehr, sehr wichtig, sorgt einfach dafür, dass wir mehr Erfahrungspunkte bekommen.
sowohl beim Questen als auch beim Gegner töten. Dann haben wir geschärft, erhöht unsere Rüstungsdurchdringung gegen Gegner, entschlossen, erhöht die ultimative Kraft, die wir bekommen, oder wenn, beziehungsweise anders formuliert, wenn wir ultimative Kraft bekommen, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir zusätzlich nochmal was oben drauf bekommen. Dann haben wir Nirngeschliffen, erhöht den Waffen- und Magieschaden einer jeweiligen Waffe. Dann haben wir bei Rüstungs-Items einmal Robust, das erhöht die Menge an Schaden, die wir blocken können, beziehungsweise reduziert die Kosten, die wir beim Blocken, also wenn wir blocken, ne, dann kriegen wir Ausdauer abgezogen, wenn wir einen Hit abbekommen. Das verringert sich, wenn wir robuste Items tragen, dann haben wir undurchdringlich. Super wichtig für PvP, vor allem wenn ihr No-CP oder Battleground spielt, die ja auch No-CP sind, braucht ihr auf jeden Fall undurchdringlich. Undurchdringlich ist das Must-Have, am besten alle Rüstungsteile auf undurchdringlich, denn das verringert den kritischen Schaden, den ihr bekommen könnt. Und das Ganze ist so, kritischer Schaden ist 50% stärker mindestens. Ja, das heißt also, wenn ein Effekt kritisch trifft, dann ist er 50% effektiver. Das heißt, ihr kriegt zum Beispiel durch einen kritischen Schlag 50% mehr Schaden und natürlich könnt ihr euch auch kritisch heilen, kriegt dann 50% erhöhte kritische Heilung. Und in diesem Fall ist es so, dass wir hier weniger kritischen Schaden bekommen und 50% mehr Schaden ist eine Menge. Dementsprechend am besten alles undurchdringlich, damit wir der Sache entgehen können. Verstärkt erhöht die Resistenzen, magische und physische Resistenzen des Gegenstandes, dann haben wir passgenau, reduziert die Kosten von Sprinten und Ausweichrollen, lehrend auch wieder hier in diesem Falle sagt schon der Effekt, es kann ich ja auch wieder analysieren, ne? Dauert jetzt hier in dem Falle durch den Skill, den ich da geskillt habe, nicht so lange wie eigentlich, normalerweise 16 Tage in diesem Falle. Und hier in diesem Fall ist es jetzt so, dass es halt eben auch hier unseren Erfahrungsgewinn erhöht, wenn wir Gegner töten. Als nächstes haben wir erfüllt, erhöht die Effektivität unserer Verzauberung, also das gleiche wie in diesem Falle bei den Waffen. Belebend, erhöht die Lebensmarke und Ausdauerregeneration, das wurde vor längerer Zeit mal geändert, interessant. Göttlich als nächstes hier an dieser Stelle, erhöht die Effektivität unseres Runesteins, vor allem für DD ist sehr, sehr wichtig, da wollt ihr an sich, da wir aktuell mit dem Schatten spielen, alles auf göttlich spielen, denn dann gibt uns der Schatten nicht 13% erhöhten kritischen Schaden, sondern 19%, ihr seht, kritischer Schaden, im PvE auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dann haben wir Nirngeschliffen, erhöht die physische und magische Resistenz, das ist hier dann ein fester Wert und hier ist es prozentual, ja. Hier können es bis zu 16% erhöhte physische und magische Resistenz sein und Nirngeschliffen ist allerdings overall auf der höchsten Qualitätsstufe dann ein bisschen besser, gibt uns einen festen Wert dazu. Ja, als nächstes gucken wir uns mal Schmuck an. Beim Schmuck ist es so, dass wir erstmal noch eine Handwerks-Daily machen müssen. Cool. Beim Schmuck haben wir einmal Arkan, erhöht unsere maximale Marker, kräftigend erhöht unser maximales Leben, robust erhöht unsere maximale Ausdauer. Dann haben wir Dreifaltigkeit, das ist so sozusagen die Treestead-Lüfe als Eigenschaft. Es erhöht sowohl unsere maximales Leben als auch Magiker und Ausdauer, also super, super, super stark. Dann haben wir erfüllt, erhöht die Effektivität der Verzauberung auf dieser Glyphe. Dann haben wir physische und magische Resistenz über den Effekt schützend. Dann haben wir Flink, erhöht unser Lauftempo, super praktisch auch im PvP, Flink, unglaublich stark. Harmonisch, erhöht den Schaden, die Heilung und die Regeneration oder die Schadensschildstärke von Effekten, die wir über Synergien bekommen. Das heißt also, wenn wir quasi eine Synergie aktivieren, die uns heilt, dann wird diese Synergie uns stärker heilen, wenn wir harmonisch spielen. Dann haben wir Blutdurstig als nächstes, auch an sich ganz praktisch, um einfach den Schaden zu erhöhen. Ja, als DD will man zum Beispiel meistens dann im PvE einmal oder dreimal Blutdurstig spielen und keinmal oder zweimal erfüllt, kombiniert das Ganze miteinander, je nachdem, in welcher Gruppe man unterwegs ist. Ist natürlich komplett das Identische bei Ringen und Schmuck, dementsprechend, ja, brauchen wir das Ganze nicht nochmal durchgehen. Das sind auf jeden Fall die Eigenschaften, die ihr da bekommen könnt. Wenn euch jetzt interessiert, ob sich Nirngeschliffen auf Waffen und Rüstungen lohnt, dieser Effekt, der ziemlich teuer ist, in der Herstellung vor allem auch, aber auch in der Analyse ist das schwieriger zu bekommen als die anderen, dann schaut doch mal in die Playlist, dann findet ihr eventuell noch ein interessantes Video, was euch diese Frage beantwortet. Insofern, habt ihr noch Fragen zu diesem Thema? Dann gerne ab damit in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, die zu beantworten. Feedback würde mich natürlich auch freuen oder gerne eine Bewertung abgeben. Wie bereits erwähnt, gerne auch ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu The Elder Scrolls Online zu verpassen. Dankeschön auch nochmal an die Kanalmitglieder, die mich hier unterstützen mit sowas ähnliches wie einem Zeitschriftenabo. Und bis zum nächsten Mal. Euer Lexus, haut rein. Tschüss.